Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei Falco, das Musical. Ich glaube nicht, dass ich dieser Welt irgendetwas Großes mitzuteilen habe. Und dass das an sich nur ein Fahren auf dem Zeitgeist-Express war, auf den ich nicht aufgesprungen bin, sondern den ich ja zu einem Gerüttelmaß mit selbst produziert habe. Er braucht nicht glauben, der Hans Hölzel, weil er sie jetzt Falco nennt. Ertappen wir ihn nicht dabei, bei allem, was er sich denkt und was er tut. Was ist er denn? Was hat er denn? Was kann er denn? Was macht er denn? Was rettet denn? Wer glaubt er, dass er ist? Weil scheinbar ist er seelisch dermaßen aus der Balance, dass er ja selber nicht weiß, wer er ist. Sehr, sehr schwierig, bis hin zu absolute definite asshole. Und diesen Ruf gilt es, mit allen Mitteln zu verteidigen. Aha, interessant. Skandal, Schlagzeile, Skandal, etc. Das ist gut. Ich bin halt nur ganz einfach Haas irgendwie. And sometimes I think we forget that we have to come down from a mountain too before we are climbing the next higher one. Weil oft stört mir Lampen und ich bin von einer Minute auf die andere so schlecht drauf, da irgendwie geht da raus, es ist wie das Wetter. Lustig, ist doch lustig, wir lachen dabei. Nummer 1 in Amerika. Also ich muss da sagen, ich war gar nicht gut drauf, als ich hörte Nummer 1 in Amerika. Ich beneide die Literaten, die schreiben Bücher, das haben sie in der Hand. Was wir machen, ist Schall und Rauch. Ich werde euch nicht erspart bleiben. Der letzte Ton in einem Konzert ist verklungen und die Leute gehen nach Hause und es ist vorbei. Austrian rock singer Falco was killed in a car crash in the Dominican Republic. Falco achieved worldwide fame with mega hits such as Rock Me Amadeus, Vienna Calling and Genie, reaching the number one position on both the American and English pop charts, as well as in many other countries. He will be missed sadly by his fans worldwide. Stays with his mother. 1981, he records Der Kommissar. 1986, Rock Me Amadeus hits number one in the USA. In that same year, the song Genie banned from the radio, one of many million sellers. 1998, Falco dies in a fatal car crash. Schaut in mein Herz. Ich bin für euch ein offenes Buch. Schaut's ein. Ich hab nichts zu verbergen.
Falco, eine unglaubliche Karriere und ein unglaublicher Abgang. Falco, sein viel zu früher Tod machte ihn endgültig zur Legende. Ein Leben auf der Überholspur, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, Genie und Wahnsinn, Drogen, Alkohol, schwere Kindheit, eine dominante Mutter, falsche Freunde und gescheiterte Beziehungen. Er hätte sich niemals mit dir einlassen dürfen. Zuerst, da wart ihr ja noch gut drauf. Da hat alles gepasst. Aber nach dem Kommissar war plötzlich Sand im Getriebe. Aus Spaß wurde ernst. Höher, schneller, weiter, hoch wie nie. Das weiße Licht kam näher. Stück für Stück. Warum auch nicht? Das wollte er doch immer. Du hast dein Maul aufgerissen. Hast dich nur noch bei ihm blicken lassen, wenn es was zu versemmeln gab. Randale, Skandale, zerbrochene Möbel. Zerbrochene Träume. Schlagzeilen, darin warst du super. Du hast ihn umgebracht. Was ist ein Leben gegen einen starken Abgang? Tausende von Fans am Wiener Zentralfriedhof. Der Bürgermeister hält eine Rede. Der Sarg senkt sich ins Erdreich ab. Und die Band spielt It's All Over Now, Baby Blue von Dylan. Alle flennen. Das ist ein Happening. 7:30, Zeit im Bild. Showtime zur Primetime. Das ist gut. Das ist Showbiz. Allerlei Wahrheiten und Halbwahrheiten machen seitdem die Runde. Aber wer war dieser Johann Hölzel, der sich selbst Falco nannte? Wer war dieser Falke wirklich? Ich als sein bester Freund und Manager war von Anfang an dabei. Und heute, fast 20 Jahre nach seinem Tod, ist es an der Zeit, die wahre Geschichte zu erzählen. Ich werde ihn heute zurückholen, zurück ins Leben, zurück auf diese Bühne. Alles auf Anfang. Hans Hölzel ist tot. Es lebe Falco! Es beginnt in einem Wald, alle Rechte sind bezahlt und es endet doch da. Meine Hände sind zu kalt, denn die Zeit, die ging ins Land, meine Seele ist so rar. Der Bube fragt den König, ey Baby, do you wanna dance? Sie machen History, denn sie sind scharf wie nie, the first pre-elected rock'n'roll band. A bang, bang, say, I'll jump, the cookie to the rhythm, on the cookie to beat. A bang, bang, say, I'll jump, the cookie to the rhythm, on the cookie to beat. To the hip, to the hop, to the upbeat, pop up to the freestyle, rockin' and we never gonna stop. Herr Präsident, wir kennen eine Sprache und diese Sprache, die heißt Musik. Can you hear the band playing? Can you feel the body sway? And if you feel the groove, you better start to move. Hey, step in time to the rhythm and move your feet to the beat. Alle weiter, gib Musik in Chat, Universität. Bring it down, bend and break it.
Auf Einladung von Markus Spiegel, einen österreichischen Musikproduzenten, besuche ich 1981 in Wien ein Konzert von Dradi Wabal. Eine Band, die keine Provokation auslässt. Da werden Schweinehälften auf der Bühne tranchiert. Man bewirft sich mit überdimensionalen Big Macs. Hühnerbeine fliegen ins Publikum. Auf der Bühne wird wild kopuliert. Und über alledem säuselt eine 80-jährige ehemalige Prostituierte. Ganz Paris träumt von der Liebe. Obwohl mich Markus Spiegel vorgewarnt hat, ist diese Performance für mich ein Kulturschock. Ich will gerade den Saal verlassen. Da passiert es. Der Bassist Hans Hölzel alias Falco tritt an die Rampe. Mit seinen zurückgegelten Haaren und seiner Ray-Ban-Sonnenbrille singt er ganz Wien. Die Performance hat etwas Magisches, fast schon Meditatives. Ich bin wie elektrisiert.
Yeah.